Guten Morgen, meine Freunde. Christian von Christian Macht hier. Heute gibt es den ersten Podcast. Naja, wobei Podcast, eigentlich sollte es mal ein Vlog werden. Ich habe auch schon tatsächlich heute begonnen zu vloggen, doch dann hat sich mein Handy gedacht, nee, das lassen wir denn nicht machen. Ist abgestürzt und hat die Videodateien verworfen. Ist sehr toll, jetzt suche ich gerade einen Akku. Doch lenken wir nicht so arg vom Thema an. Ich würde sagen, wir starten direkt los mit sämtlichen Themen. Ich habe ja, wenn ich mich recht erinnere, das Thema Diät, Fitness, YouTube, ein paar Kochkurse und Random mit auf den Plan geschrieben. Und ich versuche mich so gut dran zu halten wie möglich, kann aber nicht versprechen, dass ich nicht irgendwie abschweife. Ich dachte mir, ich fange mit dem Thema Fitness und Diät an, da ich das ja sowieso vorhin schon aufgenommen habe, auch wenn es gelöscht wurde. Also ich mache ja seit Anfang März jetzt eine Diät und bis 30. April habe ich tatsächlich schon über 10 Kilo verloren, was mich sehr, sehr freut. Ich habe es aber Step by Step gemacht. Es gibt welche, die machen alles auf einmal. Die fangen an, Ernährung umzustellen, Sport zu machen, Muskeltraining und. Ich habe das Step für Step gemacht, weil ich weiß, dass ich jemand bin, der, wenn er nicht dann sofort Ergebnisse hat, anfängt rumzumaulen und dann eventuell scheitert. Deswegen habe ich erst angefangen, süße Getränke und Co. einfach mal wegzulassen. 3-4 Tage hat die Umstellung gedauert, bis mein Körper sich dran gewöhnt hat. Am Anfang war er wirklich kaputt und alles, aber das ging dann tatsächlich nach 3-4 Tagen um. Ich habe es damals in meinem Urlaub gemacht, weil ansonsten wäre ich sehr schlecht gelaunt gewesen und hätte alle um mich herum wahrscheinlich angeschrien, wenn nicht so gar Schlimmeres. Danach, nach diesen 3-4 Tagen, habe ich dann die Ernährung umgestellt. Sprich, ich habe wirklich sämtliche Fette und Öle einfach mal weggelassen. Ja, natürlich, wenn du mal irgendwas brauchst, dann nutze ich es trotzdem, aber jetzt Brot ohne Fett und Co. halt, wie gewohnt. Habe auch weniger Fleisch zu mir genommen, sondern viel mehr Gemüse, was auch interessant und auch lecker war. Ich habe dadurch auch wieder mehr gekocht, was mir gut gefällt. Vielleicht kam dadurch die Lust auf Kochkurse wieder, wer weiß. Und habe auch wirklich die Kalorienzufuhr reduziert. Normal braucht ein Kerl, glaube ich, am Tag so 2,2 bis 2,4 oder 2,6 Kalorien, also 2600, 2400 und Co. Ich habe das aber mal mit dem Arzt besprochen und ich bin aktuell auf 800 bis 1200. Bevor jetzt jemand aufschreit, das ist Unterernährung. In gewisser Hinsicht ja, in gewisser Hinsicht nein. Es wird Punkt Nummer 1 überwacht, es geht nicht endlos, das hält dein Körper auch nicht durch. Aber ich habe in der Woche, so blöd es klingt, so eine Art Cheat Day, wo ich mir dann auch mal was gönne, was eventuell ein bisschen schwerer ist. Das trickst den Körper ein bisschen aus, dass er merkt, okay, er kriegt trotzdem Sachen. Und das Ganze muss Spaß machen. Dementsprechend ist es gescheiter, wenn ich so mache. Und nach wie vor nehme ich ab. Ob es einem jetzt gefällt oder nicht, ist relativ egal. Bei mir klappt es, deswegen behalte ich es bei, macht mir Spaß und ja. Dann habe ich nach 2 Wochen, nachdem ich Ernährung und Co. umgestellt habe, gedacht, ja, jetzt könntest du mal neben deiner Diät auch anfangen, eventuell was mit deinem Körper zu tun, denn es bringt nichts, wenn du abnimmst, wenn dann die Haut hängt. Ja, gesagt, getan, ich hatte ja noch eine Fitnessmitgliedschaft in einem Studio und bin da dann auch hin. Am Anfang war ich da wirklich nur einmal die Woche und ich habe gedacht, jeder schaut mich an. Es gab auch wirklich Leute, so ungern ich es sagen muss, die haben dann geguckt, es waren meistens echt Ältere, warum auch immer. Die haben wirklich teilweise 3-4 Minuten da gestanden und haben mich angegafft. Ich musste mich in dem Moment so beherrschen, dass ich nicht meinen Finger ausstrecke oder aufstehe und hingehe. Dachte ich mir aber, gut, du, so ungern ich sage, du stirbst vor mir, von daher viel Spaß mit dem Gucken. Ja, ich muss gestehen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber so viel nackte Kerle auf einen Punkt habe ich noch nie gesehen wie in einer Fitnessstudio-Umkleide. Also, Older Verwalder. Gut, das ist jetzt aber auch wieder ein anderes Thema. Dementsprechend skippen wir das mal, weil vorhin in meinem Video war es und da habe ich, glaube ich, 5 Minuten dafür gebraucht, um das einigermaßen niederzusprechen. Daher spare ich mir die 5 Minuten. Dann habe ich begonnen, wo dann die Feiertage waren, bin ich 3-mal am Stück gegangen. Sprich, das war, glaube ich, Samstag, Sonntag, Montag. Das war, glaube ich, vor 2 Wochen. Und dann habe ich gedacht, okay, einmal die Woche finde ich ein bisschen wenig. 3-mal die Woche ist zwar schön, aber 3-mal die Woche habe ich nicht frei. Also, wie machen wir es? Gut, ich bin dann auf die Idee gekommen, nimmst du Samstag, Sonntag, da hast du frei, da kannst du früh aufstehen. Ich bin halt derjenige, der geht früh um 6:30. Normal ist es so, wenn ich aufstehe, gehe ich duschen, mache mein Zeug. Es wäre irgendwie kontraproduktiv, Wasserverschwendung, Zeitverschwendung und blöd. Deswegen
stehe ich dann Samstag so um 6:30 auf und gehe dann so um 6:45 los, mache dann meinen Sport, bin dann so um 8:30 daheim oder um 9, je nachdem, und dusche dann erst. Ich wohne hier nur ungefähr eine Viertelstunde knapp von dem Fitnessstudio entfernt, daher stört es mich nicht, wenn ich im Fitnessstudio nicht dusche. So, Sonntag ist das Ganze genauso, doch wahrscheinlich da erst um 7:30 bis 8, weil ich da dann tatsächlich doch gern ein Stündchen, eventuell länger schlafe. Und hier wird der Müll geleert am Samstag. Mal was ganz Neues für unsere Stadt in Bayern. Ja, mittlerweile muss ich gestehen, fühle ich mich in dem Studio richtig wohl. Macht auch tatsächlich Spaß. Die einzige Umstellung für mich war, dass ich jetzt neben Cardio-Training auch noch Muskeltraining mit eingebaut habe. Und ich kann es euch sagen, Muskeltraining kann anstrengend sein. Im letzten Kochvideo habt ihr diese orangene Hantel gesehen. Davon habe ich zwei. Das sind 2-4 Kilo Hanteln. Und für den Anfang war das ganz witzig, aber auf Dauer bringt das nicht allzu viel. Ich habe dann im Studio mal mit 6 oder waren es 8 Kilo Hanteln angefangen. Und habe da, ich weiß nicht, wie man es jetzt im Fachjargon nennt, ich habe einfach 15 dieser Bewegungen gemacht und dann nochmal. Dann gibt es da noch ein so schönes Gerät, wo du dich draufsetzt und dann mit den Innenschenkeln, ich weiß nicht, nennt man das Innenschenkel oder einfach nur Schenkel, jedenfalls da unter euren Genitalien, ich sag's jetzt mal so, wo ihr zusammendrückt. Am Anfang war diese Maschine auf 12 Kilo eingestellt und ich dachte mir, ach du Scheiße, 12 Kilo. Geh da hin, 12 Kilo, Gott, das ist ja überhaupt nichts. Ja, habe ich umgestellt und bin tatsächlich auf 60 Kilo gekommen, was mich sehr gefreut hat, dass ich die 60 Kilo mit den Schenkeln zusammendrücken kann. Genau, Schenkel sind's. Und ja, 60 Kilo freut mich sehr. Und es ist immer noch nicht allzu stark, aber es bietet schon Widerstand, sodass ich in diese Übung reinkomme. Und mittlerweile gefällt mir das. Ich werde jetzt dann tatsächlich auch neben dem Cardio-Training, ich werde den Plan da ein bisschen verschieben und fange mit Muskeltraining, Muskelaufbau, Oberkörperaufbau, whatever, wie man es auch nennen will, an. Und mache dann danach, nach den Übungen, die mich wirklich außer Rand und Band bringen, noch ungefähr 15 bis 20 Minuten Cardio und dann, also Fahrradfahren, sage ich jetzt in dem Sinne mal so. Und das macht tatsächlich Spaß. Ich muss gestehen, es war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen dieses Jahr, die ich getroffen habe, die ich auch nicht bereue. Und die über 10 Kilo weg, die ich schon verloren habe, die geben mir da in der Hinsicht auch recht. Ich meine, gut, ich hätte eher anfangen können, habe ich nicht. Ich habe den Fehler jetzt bemerkt, das heißt Fehler. Ich wusste schon immer, dass ich ein bisschen knuddeliger bin, sagen wir es mal ganz nett. Und jetzt behebe ich es einfach so. Ja, ich bin natürlich kein Sport- und Fitness-Coach, deswegen kann ich da keine allzu allen Pro-Tipps geben. Das wäre wahrscheinlich auch kontraproduktiv. Bezüglich, das bringt mich dann schon zum nächsten Thema, werde ich versuchen, auch ein paar dieser Gerichte mal eventuell in einen Kochkurs zu bringen. Einfach, weil es ja doch Leute gibt, die auch ein paar Pfunde mehr haben, sich schämen und Co. Und ich weiß tatsächlich, wie das ist. Gerade wenn du in der Gegend aufwächst und dann alle in diese Studios gehen, in das Studio, und dich dann sehen. Es ist ein bisschen unangenehm, aber mit dem Gedanken, du kannst mich mal, du stirbst vor mir oder whatever, funktioniert das ganz gut. Mittlerweile ist es mir auch egal. Neulich habe ich mir sogar mit so einem dünnen Kerl, der sich neben mich gehockt hat am Fahrrad, hat er gedacht, ja, dem Dicken zeige ich es mal, fährt drauf los und ist vor mir in die Knie gegangen. Musste ich dann wirklich schadenfroh lachen, weil ich mir gedacht habe, und jetzt raus. So, doch kommen wir jetzt wirklich zu den Kochkursen. Ihr habt ja gesehen, dass ich in letzter Zeit wieder aktiver auf Facebook, Twitter, Google+ und YouTube war. Ja, das Lustige ist, durch das Fitnessstudio und durch meine Arbeitszeiten habe ich jetzt tatsächlich endlich mal die Zeit und auch in der Hinsicht so eine kleine Agenda geschaffen, wie ich das alles umsetzen kann. Wie gesagt, Montag bis Freitag gehe ich arbeiten, Samstag früh gehe ich ins Fitnessstudio, danach gehe ich so um 10 Uhr immer einkaufen, das heißt so ab 12 Uhr gehört der Tag mir. Gut, wenn ich mal putzen oder kochen muss, dann verschiebt sich das, aber ich habe prinzipiell den Nachmittag bis nachts Zeit. Ich werde es jetzt immer so machen, dass ich ein Kochvideo pro Woche herausbringe. Das wird wahrscheinlich meistens immer Montag sein. Bietet sich einfach am besten für mich an, da ich samstags wahrscheinlich kochen und einkaufen werde. Sonntag werde ich das Video schneiden, denn beim Schneiden lasse ich mir tatsächlich immer Zeit. Ich mache immer 3-4 Minuten, mache eine Pause, mache 3-4 Minuten. Und diese 3-4 Minuten zum Schneiden, die kosten teilweise durchaus eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn ich sehr viel cutten muss. Und das muss ich leider bei meinen Ausschweifungen. Und Sonntagnachmittag gegen Abend lade ich das Ganze hoch
und Montag wird es online gehen. Ist keine Garantie, dass es immer Montag erfolgen wird, aber das ist der Plan, den ich mir gesetzt habe. Sozusagen dieser 3-Tages-Plan, den ich umsetzen möchte. Gleichzeitig habe ich ja auch in den Upload-Plan dann noch mit reingeschrieben, dass ich dann noch ein zweites Video die Woche bringe, sozusagen diesen Podcast oder Vlog. Heute sollte es ja, wie gesagt, ein Vlog werden. War jetzt halt ein Podcast, ist jetzt halt einfach so, wir schauen, dass ich bis nächste Woche einen Akku habe und probieren das Ganze nochmal. Denn bei einem Sonnenaufgang einen Vlog zu machen, ist schon sehr cool. Außerdem, wer möchte meinen Schatten nicht sehen? So geht's schon mal weiter. Doch wieder zurück zum Thema YouTube. Ich habe vor, das Ganze tatsächlich jetzt wieder ein bisschen professioneller und vor allem regelmäßiger zu machen. Und es kann sein, dass sich ein bisschen was auf dem Kanal verändert. Doch keine Angst, es wird kein Gaming-Kanal mehr. Es wird die gleichen Videos geben, aber vielleicht ändert sich ein bisschen die Art der Sprache, der Wortwahl, vielleicht die Text, vielleicht die Überschriften. Videoqualität gut, ich habe 4K und 8K. 8K wird immer eine kleine Spielerei sein, ansonsten bleibt das bei 4K. Und ja, es wird auch wieder Reviews und Co. geben. Ich habe da schon zwei Sachen, die ich gerne reviewen bzw. unboxen auch möchte. Eines davon teste ich gerade noch, das andere ist noch auf dem Weg zu mir. Schaut einfach in den Upload-Plan, ihr findet den Link zum Plan in der Kanalinfo bei den Links. Ja, genau. Mittlerweile hat ja YouTube dann auch ein neues Kanaldesign in der Testtube, was sich neu bei mir aktiviert hat, ohne dass ich drauf geklickt habe. Das wieder zu deaktivieren war ein Drama. Ich musste meinen kompletten Browser, meine Browser, zurücksetzen. Und ich hoffe, das bleibt noch länger so, denn durch dieses neue Design funktioniert Heartbeat und alle Auslesetools nicht mehr. Das ist sehr schade, weil die waren sehr nützlich, aber gut. Solange ich es noch unterbinden kann, werde ich es unterbinden. Das neue ist zwar schön, aber auf meinem Kanal brauche ich kein Autoplay für mich. Ich weiß, dass ich selber ich bin und nachdem ich mich selber nicht abonnieren kann, kriege ich auch die Autoplay-Funktion nicht zum Stoppen. Und da ich kein Teilnehmer dieser Beta, dieser Alpha oder whatever bin, wundere ich mich, warum es bei mir ausgeschüttet worden ist. Vielleicht, weil ich so lange einen Account habe oder keine Ahnung. Ja, nächster Punkt. Ich habe ja mal vor ein paar Wochen oder Monaten jetzt schon eine Umfrage gemacht mit euch, wo ich dieses kurze Video gemacht habe. Und mittlerweile haben tatsächlich auch einige schon darauf geantwortet. Jetzt gucke ich nur gerade, dass ich hier noch schnell den Screenshot davon finde nebenbei. Ansonsten habe ich zwar die Antworten noch im Kopf, aber es wäre schön, wenn ich es per Bild noch hat. Ich gehe jetzt einfach mal auf die gröbsten Dinge ein, wo die meisten sich unterschieden haben. Ich habe ja gefragt, aus welchem Raum kommen deine Lieblingsspeisen? Der Großteil von euch, der befürwortet Speisen aus den Staaten, aus Amerika. Das ist kein Problem, auch da gibt es Leckereien, gesunde Dinge, als auch welche zum Sündigen und Co. Das heißt, ich kann mich darauf in gewisser Hinsicht ein bisschen konzentrieren und fokussieren. Nichtsdestotrotz werde ich aber hauptsächlich auch die Dinge machen, auf die mich es gelustet und auf die ich Hunger habe oder die ihr mir in die Kommentare schreibt. Wenn jetzt jemand meint, ja, er steht auf Ami-Food, möchte aber Spaghetti Bolognese sehen und mehrere möchten das sehen, dann überwiegt das. Das heißt, ich gehe auch immer davon aus, was dann unter dem jeweiligen Video steht. Ich werde da auch immer einen kleinen Poll machen, wo dann drin steht, was würdet ihr gerne nächste Woche sehen. Ihr habt dann immer bis Freitag Zeit, also ungefähr 4,5 Tage, um zu entscheiden, da das Ganze ja gegebenenfalls Samstag noch mit eingekauft werden muss, gewisse Zutaten. Die nächste Frage war, welcher Aspekt ist für dich entscheidend? Und da hat sich tatsächlich mit am meisten unterschieden. Einige sagen, es muss einfach gemacht sein. Kann ich absolut verstehen, das möchte ich ja auch zeigen, dass du nicht mit viel Aufwand und mit viel Zeug Essen machen kannst. Bin ich absolut bei dir, Männlein, Weiblein, keine Ahnung. Der Nächste sagt, er möchte es langsam, aber lecker, sprich Slow Food. Ja, Slow Food wäre tatsächlich mal eine Idee, da bräuchte ich aber erstmal Rezepte dazu und Ideen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Der Nächste sagte beispielsweise, es muss zu Hause alles vorhanden sein. Ja, das ist tatsächlich so eine Kombination aus einfach gemacht und alles muss daheim sein, weil das für mich schließt sich da dieser Kreislauf. Traurige Nachricht ist, den Großteil hast du daheim, die schlechte ist, es wird immer eine Zutat geben, die dir fehlt. Es ist einfach so, mir hat neulich ein Gewürz gefehlt, weil es alt war. Ja, Gewürze können alt werden oder es war Feuchtigkeit drin, keine Ahnung, es hat sich nicht mehr streuen lassen und es war hart, ich hätte damit ein Fenster zerschlagen können. Gut. Gibt manche Dinge, die muss man halt besorgen, aber den Großteil werden wir durchaus immer daheim haben.
So. Dann habe ich ja auch gefragt, wie sollen die Gerichte sein? Ich hatte einmal vegan, ich hatte vegetarisch. Dann hatten wir auch das Ergebnis gesund und sättigend, aber auch unterschiedlich und von allem etwas. Da die Ergebnisse von allem etwas widerspiegeln, gehe ich dementsprechend auf unterschiedlich, aber von allem mal etwas. Wir haben Süßspeisen, wir haben Vorspeisen, wir haben Nachspeisen, wir haben kleine Snacks, wir haben Vegetarisches, wir haben Veganes, wir haben was mit Schwein, was mit Pute, was mit Rind. Also ich werde bei der Vielfalt bleiben und ja, mal gucken. So, wieder. Dann hatte ich noch eine Frage, wie lange darf ein Video sein? Jemand hat sich Kochen im Livestream gewünscht. Ganz ehrlich, das fände ich tatsächlich auch mal cool. Dazu möchte ich aber erst ein bisschen mehr Reichweite generiert haben, weil ansonsten ist es tatsächlich ein bisschen nutzlos, weil mit mir selber sprechen tue ich im Video sowieso. Im Livestream ist das wahrscheinlich uncool, auch wenn es wahrscheinlich mal was Nettes wäre, aber ich bräuchte ein ewig langes USB-Kabel, um eine Webcam in die Küche zu kriegen, weil, wie mein Smartphone mir gezeigt hat, es hält nicht durch oder es stürzt einfach ab. Mit dem Tablet funktioniert das nicht, weil es nur eine 360p-Kamera hat. Daher müsste das mit Webcam laufen und mein PC steht ungefähr 10 bis 15 Meter weiter weg. Dann habe ich ja noch eine spaßige Frage gemacht, zwecks der Auflösung. Jemand von euch hat sich tatsächlich 8K gewünscht. Gut, ich kann dich beruhigen, es wird hin und wieder mal 8K-Videos geben. Die letzten zwei waren einfach so Stand der Dinge, wie lange dauert es für mich, damit ich hier für mich mal berechnen kann, welche Bedingungen muss ich schaffen, damit das reibungslos funktioniert. Das habe ich jetzt. Es wird im Laufe des Jahres durchaus mal das ein oder andere Video geben, vielleicht sogar als Vlog oder Urlaubsvideo, mal gucken. Irland ist dieses Jahr auch mal angesagt. Und natürlich wieder England und vielleicht auch mal Frankreich. Ich weiß es noch nicht, wo mich es hinzieht und wo mein Geldbeutel mich hinlässt. Nicht, dass es mich nur in die Uckermark lässt, weil dann der Geldbeutel leer ist. Und ja. Doch ihr seid euch einig, unter Full HD geht nichts. Da kann ich euch aber beruhigen. Das Minimum bei Kochvideos ist sowieso 4K. Das ist einfach vor meinem Smartphone so und das behalte ich gerne bei. Gerade wo ich jetzt einen 4K-Fernseher habe und demnächst wahrscheinlich eine 4K-Playstation, ist das in Ordnung. So, dann habe ich ja noch gefragt, streamen oder downloaden, weil es ist ja auch manchmal die Frage, wenn das Internet kaputt ist, das hatten ja manche von euch letztes Jahr auch sehr gerne, wo es denn hieß, ja, mein Internet war kaputt. Kenne ich, ist ein furchtbares Scheißgefühl, abgeschnitten von der Zivilisation, wie The Walking Dead ungefähr. Was ich mal vorhab, aus Spaß, einfach nur aus Jux und Tollerei, ich möchte eine Blu-ray-Press mit allen Kochvideos, aber eine Pressung ist sehr teuer. Ich glaube, da klingelt das Telefon, aber ich gehe da jetzt nicht hin. Ich habe dann die Idee gehabt, ich hole mir einfach einen Blu-ray-Brenner, der ist selbst mit Pressung und den Rolling billiger, als wenn ich es pressen lasse. Und ein Cover kann man selber entwerfen. Vielleicht ist ja jemand von euch sogar gewillt, das zu tun. Wir werden sehen. Der Rest meint aber, Videos auf YouTube sind in Ordnung. Das finde ich auch schön. Ansonsten hätten wir jetzt ruf mich doch nicht immer an, Menschenskinder. Das ist das gleiche Drama wie vor 2 Jahren. In jedem Video werde ich angerufen. Nehme ich das Telefon nicht raus, dann klingelt ein Nachbar. Jemand hat angerufen für dich. Das ist Telefonterror. So. Böses Wort sagt man nicht, ist aber so. Ja, genau. Es wird bei Videos auf YouTube bleiben. Und um ehrlich zu sein, wenn jemand die Videos auf seiner Platte haben möchte, ich habe nichts dagegen, wenn es jemand für einen Privatgebrauch mit so einem YouTube-Downloader herunterlädt und sich dann privat anschaut. Da habe ich kein Problem. Ich werde nur böse, wenn es jemand irgendwie auf YouTube veröffentlicht, ohne mich zu benennen und zu mich zu verlinken. Dann kann man drüber reden, aber wenn sowas sein sollte, schreib mich doch einfach an. Ich bin doch kein Unmensch. Ich bin noch ein netter, zufriedener, netter kleiner Kerl. Und jetzt ist die Maus ausgegangen. So, gut, dann haben wir das Thema YouTube auch durch. Und dann hatten wir noch das Thema Random, haben wir ja auch mit abgemacht jetzt mit der Umfrage. Zum Thema Random. Ja, was gibt's Randommäßiges diese Woche? Ich kann euch beruhigen, es gibt nicht viel. Es ist, seitdem ich jetzt mehr Ruhe drin habe, wesentlich angenehmer wieder. Ich schnauze keine Menschen mehr an, ich hab keine Lust mehr, jeden irgendwie eine reinzuhauen. Erstaunlich, dass als Pazifist diese Gedanken auch aufkommen, aber ja, tun sie und ja, das wird wahrscheinlich wieder ein 20-21 Minuten Podcast werden, weil wir sind mit unseren Themen durch. Ich habe geschwafelt, bin aber irgendwie beim Thema geblieben und
Dass ich mir eine PS4 Pro hole, habe ich ja schon angeschnitten. Ich habe dann bei dieser tollen GameStop-Aktion noch eine bekommen, die ja wirklich unter aller Kanone war. Also ich habe Dienstag bei meinem GameStop da angerufen bei der Aktion. Ja, die ist schon deutschlandweit ausverkauft und ich so, Boy, die beginnt erst morgen die Aktion, da kann es noch nicht wechseln. Doch, doch, wir haben schon eher angefangen. Ja, hervorragend. Ich habe da vorher dann auch noch GameStop geschrieben, also danach. Leute, die ist schon ausverkauft deutschlandweit, was ist das für eine Scheiße? GameStop hat dann tatsächlich noch eiskalt drauf geschrieben, ja, die Aktion startet morgen und solange wie es verfügbar ist. Und dann am Abend des Tages traut sich GameStop dann tatsächlich die Wahrheit zu sagen, per Facebook und Twitter, dass die Auktion schon vorher gestartet ist. Ich muss gestehen, sowas finde ich ein Unding. Jemand, der auch noch hinschreibt, eiskalt anzulügen, wenn es sowieso am selben Tag gepostet wird, es tut mir schrecklich leid, aber diesen Shitstorm und vielleicht jetzt diese kleinen Verluste, die GameStop damit macht, weil sie jetzt gefühlt 100, 200.000 Konsolen tauschen müssen, anstatt 10.000 beispielsweise, tut dem Saftladen tatsächlich gut. Und ich gehe eigentlich ungern hin, aber das Angebot ist gut. Das ist das Problem. Und leider kann mir kein anderer Händler für 30 Euro eine PS4 Pro geben mit Eintausch meiner alten. Aber gut, sagen wir es mal so. Ansonsten meide ich den Laden. Bei Konsolen ist es tatsächlich was anderes, weil der Rest der Läden bei uns hat sie nicht. Unser Müller, der hat keine Pro. Ich weiß nicht, warum hat er nicht. Und Mediamarkt ist wieder woanders. Und ja, daher geht es leider darüber. Aber die Aktion, die der Laden gebracht hat, ist tatsächlich Unverschämtheit und im Sinne von, wie fiste ich meine Kunden so richtig in den Arsch, bis sie rausbluten. Ein Unding, es gab ja auch viele, die haben dann an die Verbraucherzentrale geschrieben und die Verbraucherzentrale hat auch gesagt, das ist ein Log-Angebot und da habe ich mich wieder dran erinnert, dass es vor ein paar Jahren mal auch sowas gab. Ich glaube, bei Amazon war das bei diesem Special Offer Day, wo nur 3-4 Sachen da waren und dann innerhalb von 1-2 Sekunden weg waren. Das war ein Log-Angebot feinster Güte. Log-Angebote sind in Ordnung, aber es muss eine gewisse Zeit gewährleistet werden, wie beispielsweise bei GameStop. Wenn du sowas hast, dass es ungefähr 2 Tage geht, mit wenn weg, dann weg, das ist ein Scheißargument. Hast du nur eine Konsole, dann hast du eine ganze Stadt gegen dich. Dementsprechend, es ist traurig, in Amerika wäre der Laden verklagt worden auf mehrere Millionen. Ist zwar manchmal gut, dass es sowas hier nicht gibt, aber in solchen Fällen wäre es dort tatsächlich mal angedacht, damit man wirklich dann der Firma auch mal zeigt, Leute, das geht so nicht, weil unsere Kartellstrafen da bei Firmen, die Scheiße bauen, sind ja sowieso ein Witz. Ich meine, eine Firma, die lacht sich über 100.000 Euro Strafe kaputt, da könnte man tatsächlich wirklich mit einer 100-fach höheren Summe durchaus mal ins Gewicht gehen. Und wenn die Firma dabei zugrunde geht, dann so ungern ich sagen muss, ist es in Ordnung, denn A, wird sich eine neue Firma finden und zweitens, wenn man auf diesen Methoden spielen möchte, dann muss man darauf gefasst sein, entdeckt zu werden. Das ist wie ein Mörder, der auf der Flucht ist. Irgendwann wird er gefasst oder er wird ein Leben lang auf der Flucht sein. Solange er nicht Michael Jackson heißt und sich umoperieren lässt. Aber das war ja kein Mörder. So. Jetzt merkt ihr aber, jetzt kommt nur noch Nonsens dabei raus. Deswegen beende ich an dieser Stelle diesen Podcast. Ich hoffe, jemand hat zugehört und ihr könnt mir ja mal unter dem Podcast und das Video schreiben, was euch so die Woche durch den Kopf gegangen ist, was ihr eventuell hören möchtet. Und ich gehe jetzt dann einkaufen und dann schaue ich mal, was ich koche. Ich habe noch Tofu. Wahrscheinlich wird es morgen nochmal was mit Tofu bei mir geben. Oder ich verwende es als Ton und trockne es im Ofen und schenke es dann als Muttertagsgeschenk her. Wer weiß, so ein Tonklumpen zum Muttertag hat doch auch was. Genau, wir fahren mein Herz draus. Nee, das war's dann zum Thema Podcast Nummer Uno. Und wir hören uns nächste Woche wieder, aber auf jeden Fall wahrscheinlich Montag zum nächsten Kochkurs. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch ein schönes Wochenende. Adios, amigos.